Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Doom and Destiny, in der ich immer noch nicht alleine bin. Hallo, lieber Baba und Babir. Morgen. Bist du auch so ein guten Morgensager? Ja, immer. Ja, auch? Egal wie schlug. Bin ich auch. Und die Leute schauen mich dann immer an, ja, wie guten Morgen, es ist doch Abend. Ich so, ja, hallo, ich sag das immer. Irgendwo auf der Welt. Hm? Bist du jetzt weg? Nee. Okay. Hast du mich nicht gehört? Ich habe nur was irgendwo. Irgendwo habe ich verstanden. Oh, doofe Leitung. Irgendwo auf der Welt ist immer gerade morgen. Das stimmt. Ja, jetzt wo du es ein bisschen lauter gesagt hast, hat es auch wunderbar funktioniert. Vielleicht liegt es auch ein bisschen am Teamspeak, dass das ein bisschen dich immer wieder unterdrückt. Das kann auch sein. Ich hab's aber, glaube ich, genauso laut gesagt wie gerade. Komisch. Ich hätte mich vielleicht noch kurz schlafen legen sollen. Hätte vielleicht es ganz praktisch. Jetzt mache ich auch nicht mehr. Jetzt will ich auch nicht mehr. Ist mir jetzt auch nicht arg. Eben. Und wir wollen ja eh zu dem Eisschloss und bis dorthin ist es ja nicht weit. Ach so, hätte ja Feuer jetzt eigentlich Sinn gemacht. Naja. Komm vor. Dann kloppen wir die mal weg. Und dann schauen wir mal. Ja, so ein kleiner Leitfaden wäre ja eigentlich schon ganz schön, wenn man wissen würde, okay, jetzt musst du dahin gehen und dann gehst du dahin und dann gehst du dahin. Das ist mein Problem immer bei solchen Spielen gewesen, auch so Spiele wie Golden Sun oder so, wo du dann teilweise einfach nicht gewusst hast, wo musst du denn jetzt hingehen? Und dann bist du in jedes Dorf, in jede Stadt, quer durch die ganze Weltgeschichte und hast dich immer gefragt, ja, wo geht's denn jetzt hin? 1000 Leuten gequatscht, irgendwann hat man da mal rausgefunden, wo man lang muss. Das liegt mir nicht. Ja, auch teilweise der Reiz an solchen Spielen, teilweise. Ja, eigentlich schon, aber trotzdem, also mir persönlich liegt es jetzt nicht so sehr, muss ich gestehen. So, aber jetzt bin ich richtig. Ja. Okay. So. Weiß nur nicht mehr, wo der Trainer für Mike war. Ich leider auch nicht. Gut, hier ist auf alle Fälle schon eine Person. So, und das haben wir. Ja, Mike. Wundervoll. Ach, wunderbar. Dann das Entzaubern. Okay. Das hier, ne? Weil das macht für alle Gegner Schaden, das ist schon mal sehr gut. Weil es ist fast gefallen. Okay. Und das Schlaf. Konterlied und Schlaflied, also das hier. Auf einen Gegner ist das allerdings. Ja. Achso, trotzdem. Ja. Okay. Der Rest glaube ich nicht, dass wir. Okay. Sonst noch etwas hier? Bist jetzt auf Anhieb nicht, nö. Okay. So, und du weißt, was wir mit der Jungfrau machen müssen. Wie gesagt, wir wollten ja noch was anderes ausprobieren, was ich selber noch nicht weiß, ob es klappt. Ah ja. Wenn das nicht klappt, dann ja. Okay, also sprich jetzt auf zur Jungfrau. Dann bin ich mal gespannt, ob ich die nochmal finde. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr 100% sicher. Aber ich meine, wir müssen jetzt in das grüne Gebiet nach unten. Nee, erst nach links oder nach unten? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, das war bei einem Kontinent auf der oberen Seite. Oben? Aber wo genau? Ja, ich glaube aber, dass es auf einem unteren Kontinent war. Das ja, aber dann auf nicht. Der... Auf der... Hier ist es, meine ich, sogar schon hier unten. Ich glaube da links, da bei den Punkten, auf der, da wo das Gestein noch ist. Ja. Also hier, nee, ich meine, also da oben meinst du? Nee, links. Ach, links, Moment, links, ja. Ach, da. Ja, ich habe heute wieder totales Links-Links-Problem. Das ist so ein kleines Problemchen bei mir. Ach, hier ist unser kleines Boot. Also das bekomme ich irgendwie nicht so ganz weg. Also das Links-Rechts-Problem... Dann, wenn die Tage ein bisschen länger waren, habe ich das extrem. So. Sie haben ganz auch noch angegriffen. Jetzt habe ich mich wieder nicht geheilt. Ich bin noch so blöd. Warum sagst du mir das nicht? Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Ja, du mich auch.
Okay, in dem Fruchtgummi könnte man mal verblasen. So, Überhaupt, wo okay. das herkommt? Was denn? Der Der dreiköpfige Affe? dreiköpfige Affe. Nein, glaube nicht. Schande. Das ist Wieso? aus Monkey Island. Ich habe Monkey Island nie gespielt. Fehler. Spiel's. Sofort. Jetzt. Do it now. Wir müssen jetzt dieses Spiel hier spielen. Abbrechen. Let's Nein! Play abbrechen. Nein! Okay. So, sind wir hier richtig? Ja, ich meine schon. Jetzt müssen wir die ganzen Ja, aber Sternzeichen das wäre lesen. ja heute ein Klick. Ne? Vielleicht eine Überlegung wert. Ja, eine Überlegung ist es definitiv wert, das irgendwann mal zu machen. Da gibt es ja jetzt auch die Special Editions, die schauen auch schöner aus, also warum nicht? Kannst du ja mal reinschauen. Zumal ja der Dalek die Rechte daran bekommen hat. Echt? Und ja, der Dalek hat die Rechte bekommen. Die haben auch so eine Box published mit drei verschiedenen Point-and-Click-Adventuren, unter anderem einen Monkey Island-Teil. Und es wird halt gemutmaßt, dass die wohl einen neuen Teil rausbringen. Wäre ja toll. Die Frage ist, ob es so gut ist, wenn es bei Daedalic jetzt liegt. Ach, der Link macht super in den Click-Advent. Ja, eigentlich schon, aber die Enden sind teilweise ein bisschen, naja. Zum Nachdenken. Das ist aber bei allen Daedalic-Spielen so. Das stimmt, ja, das mag ich eigentlich. Aber trotzdem muss ich sagen, Ja, bin es ich ist halt nicht das manchmal. klassische Happy End. Na, um das Happy End geht es mir nicht. Mir geht es eigentlich mehr darum, dass es teilweise viel zu schnell ist. Viel zu schnell das Ende. Wenn ich Ja, sage, das stört mich Harveys jetzt neue wiederum weniger. Augen oder auch Edna bricht aus, da waren die Enden 5 Minuten. Also mit Handlung, mit Spielen und so weiter. Am Anfang hast du noch ganz normal gespielt und auf einmal bum, bam, 5 Minuten, alles vorbei. Mehr so einen fließenden Übergang hättest du dann. Oder halt wenigstens noch eine schöne Videosequenz oder irgendwas. Wobei bei Memoria ist es unheimlich schön gewesen. Aber Ja, da es ist darf ich noch im nichts sagen, weil da kommen erst noch die Parts. Endeffekt ist es ja immer Geschmackssache. Warum hast du jetzt nicht. Warte, Was oh, denn? jetzt hast du nicht gespeichert, jetzt hast du nicht geschlafen. Ach, oh. Das. Gespeichert habe ich vorm Turm. Oh, ich habe nichts gesagt. Was denn? Ja, war jetzt mein Fehler, dass du nicht gespeichert hast und Ach so, so. nicht Ich habe schlimm. nichts gesagt, passt schon. Das heißt, was mache ich jetzt? Ja gut, wir hatten ja gesagt, wir wollten jetzt erstmal alles aussetzen. Okay, also einfach immer verschanzen. Genau. Vielleicht klappt's, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Bin gespannt. Und ansonsten sagst du mir, wie es wirklich richtig wäre. Ja, wenn das der richtige Weg ist, dann wäre ja mein Weg der falsche. Okay. Bitte sei behutsam, jetzt weicht sie zurück. Aber macht nichts. Ich Das ist bin schon mal ein gutes gespannt. Zeichen. Eigentlich schon. Weil sonst hat sie dich ja immer angegriffen gleich. Du warst äußerst nett. Oh. Was? Nee! Nicht ernsthaft! Ja, es hat geklappt. Und du hast sie besiegt, oder was? Ja. Ich habe die Jungfrau geschlagen. Heftig ist das denn? Jetzt kann Krass. ich es dir ja sagen. Ich habe es im Schlaflied immer wieder zurückgeschickt, dass ich genug Zeit hatte. Okay. Na dann bin Deswegen ich. habe ich auch gesagt, dass du es mitnehmen solltest. Ah. Oh, was ist denn das hier? Ach so, Moment. Jetzt sind wir hier bei. Was ist das? Widder Nächste oder so? Gegner. Nee. So, wie kann ich euch Mir gar nicht helfen, junge aufgefallen. Helden? Was denn? Dass es die Sternzeichen sind, das habe ich auch erst geschnallt, als du es gesagt hast. Ja. 3000 Golds. Hier ist euer Golds. Wir wollen was verkaufen. Was? Jetzt nicht? Wenn ich jetzt nicht klicke, muss ich gegen den kämpfen, oder? Nee. Ach, ich muss da Nee. jetzt 3000 zahlen? Wie das war, weiß ich gar nicht mehr. Okay, ja, wir Ja. mussten zahlen. Also wenn ich, als ich Nein sagte, sind wir wieder rausgegangen. Gab Okay. es da nur zwei Optionen? Ja, Oder das drei? andere war Okay. verkaufen und das dritte war rausgehen. Ah ja, okay. Dann gab es keine andere Möglichkeit. So, dann geht's jetzt auf dem Skorpion. Hier, denke ich mal, dürfen wir jetzt wieder kämpfen. Okay, dann sind wir jetzt bestens gerüstet. Oh, 273, das hört sich doch schon mal gut an. Macht hier Hirnfrierung? Ja, macht durchaus Sinn. Das Ich. ist mir auch bei dir
Du machst Hirnfröhung auch manchmal bei Gegnern, die gar keine Zauber machen. Ja, aber der macht doch. War doch jetzt keine normale Attacke, die der gemacht hat, oder? Ja, nee, jetzt allgemein. Ach so. Das macht jetzt Sinn, dass ich bei dem jetzt diese Dings um zur Verteidigung nehme, oder? Ja. Dann wird der jetzt stärker und zieht aber gleichzeitig die Attacken auf sich. Okay. Genau. So, ja, der. Ach so, das war ein zauberndes Ständchen. Aber der hat Ach, ja der mal. Hammer, das Hammer, das ist gar nicht ausgerüstet. Ups. Ja, Hammer nicht ausgerüstet, tatsächlich. Ja, aber ist ja eh eine Massenattacke und wir haben jetzt ein Einzelziel, also. Schlimm. Dann funktioniert das schon irgendwie, hoffe ich mal. Ja, aber siehst du, wie wenig Schaden jetzt Johnny bekommen. Ja, das hat natürlich durchaus Sinn gemacht. Moment, aber der hat jetzt. Nein, das war das falsche Heilen. Ich wollte das auf eine Person. Naja, egal. Genau. Weil der Hass, der Attacke erzeugt, hält die auch nicht ewig. Ach so. Der wird jetzt nicht immer angegriffen. Wenn jetzt so ein anderer wie Mike jetzt alle heilt und so und irgendwann. Dann macht der selber genug Hass, dass der Gegner dann wieder auf ihn geht. Okay. Das war jetzt definitiv eine Mana-Punkt-Attacke von dem. Ja. Wie gesagt, das war bloß ein allgemeiner Hinweis. Ach Wenn so. Ein Gegner keine Zauber auswirkt, dann braucht man auch die Mana-Punkte nicht entziehen. Okay. Das heißt, entzauberndes Ständchen wird hier jetzt auf alle Fälle Sinn machen, ne? Weil der hat ja genau. Jetzt diese positiven Statis. Okay. Was aber auch nicht immer funktioniert, habe ich das Gefühl. Das liegt daran, dass er auch eine Entzauberständchen auch nicht entfernt hat und Passer und Zauber den Knall entfernt oder durch irgendwas anderes. Ach so, okay. Das sieht man ja bei der Auswahl, ah ja, was stimmt, entfernt ja. wird. So, hier theoretisch sollte das jetzt wieder machen, damit der wieder Hate bekommt, oder? Theoretisch hätten wir jetzt eine Königsverteidigung, Königsherausforderung heißt es. Attacke würde dann wiederum Hass geben, aber die hast du ja immer ignoriert. Ach so, verstehe. Ja, weil ich da vor dem Hass einfach ein bisschen Angst hatte. Irgendjemand wird immer angegriffen. Derjenige angegriffen, der am meisten aushält. Aber ich dachte mir halt immer so, naja, so geht er wenigstens theoretisch auf alle einmal los. Als wie wenn er dann sich immer auf eine einzige Person konzentriert und die mir dann down geht. Das war so meine Überlegung. Macht im ersten Moment vielleicht Sinn, aber wenn der Gegner auf einen geht und der durch diese eine Fähigkeit nochmal sehr geschützt ist und selber auch von sich aus sehr viel aushält, dann macht es bei ihm wesentlich weniger Schaden als bei zum Beispiel oder Mike. Ach so, okay. Ich brauche einen Leitfaden für dieses Spiel. Ohne Scheiß. So, 207. Na, jetzt ist er. Ach Mensch, hör doch. Ey! Oh Mensch. Siehst du, bei Johnny hat es verdammt wenig Schaden gemacht. Mhm. Bei Mike hat es ihn umgebracht. Ja. Könnt den jetzt wieder aufwecken, ne? Ja. Macht das noch Sinn? Wie viel hat der denn noch? Ich jetzt gar nicht. Der hat gar nicht mehr so viel. Ach nee, das schaffen wir so. Ja. Denke ich auch. Sofern er mir die also anderen für jetzt Johnny bräuchte man vielleicht noch eine Attacke, die eben wie diese Herausforderung, dass man angreift und noch wieder Hass erzeugt. Für Johnny? Okay. Ja. Weil diese Verteidigungshaltung macht ja selber noch Hass, aber eben damit kannst du ja nicht angreifen. Das bringt ja jetzt auch noch nichts, wenn ja, du klar. jetzt Verteidigung machst. Ja, stimmt wohl. Okay, da wäre schon mal durch. Jetzt bin ich gespannt, aber ob da reicht es eigentlich, wenn du dann die gute Herausforderung nimmst, die dann die bei dieser Insel verkauft wird. Okay. Da sind sie. Schnappen wir sie uns. Die sieht schön aus. Die gefällt mir. Ja. Boah, was geht ab? Was ist los? Wir haben es satt, in Einzelkämpfen besiegt zu werden. Deswegen haben wir uns zusammengetan und werden euch jetzt ein paar reinhauen. Habe ich recht, Freunde? Ja. Okay. Wenn ich die anspiele. Was? Spielt das Ding hier auch mit? Ach nur, ja. Nö. Okay. ich bin ja auch der Meinung, dass ich das ein bisschen viel zu sehr vernachlässige. Ja, das machst du ja auch auf alle. Aber bei Gegnern, die jetzt mit Zaubern angreifen, bringt der Arm zu drüber gar nichts.
Aber der nimmt doch die Da Stärke brauchst nach du deinen unten. Hirnmatsch. Aber der nimmt doch die Stärke nach unten. Ja, aber wenn ein Gegner mit Zauber angreift, dann ist die Stärke wirkungslos. Ach Da so. brauchst du den Hirnmatsch. Tja, Ach den hast du ja so. auch. Ja. Altraum des Zauberers und für Altraum jedes Ach Normalangreifers. so. In der Theorie ist das hier und da einmal, sind es wahrscheinlich beide Zauberer, schätze ich mal. Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber so Okay. aus. Ja, hat voll Sinn gemacht. Was macht ihr denn da? Oh Mann. Zumindest weicht jetzt Francis aus. Darf nochmal angreifen. Wunderbar. Okay, da ist nach unten gegangen. Mach ich da auch mal? Mal schauen. Was? Was denn? Francis sagt es. Ach Irren. so. Ich hab dich falsch verstanden, fürchte ich. Okay, jetzt ist der hier wieder optimal. Gut, ich würde da jetzt einmal heilen. Da reicht doch Doch. ein normales Heilen für Mike, oder? Ach so. So. Wenn der skrittet, ist der auch voll. Ja, stimmt. Was ja relativ oft passiert, finde ich. Ja. Mike hat ja auch die Zähigkeit und das erhöht ja auch die Crit-Chance. Das ist ja sein Hauptattribut. Ach so. Das ist natürlich optimal. Oh, der Kampf, glaube ich, wird sich ziehen. Och Ja. Mensch. Och Gott. Da Oh. macht es dann, glaube ich, auch Sinn, dass man wieder die Mana-Punkte entzieht. Aha. Erstmal Kommt selbst noch drauf bei an. uns die Mana-Punkte auffüllen, weil das sieht gerade nicht so toll aus. Aber Ja. das war jetzt kein. Das sind jetzt momentan. Ach so, klar, dass der keine. Der hat ja die ganzen Bonus-Status. Ich dachte mir halt so, ja, das war jetzt gar nicht so schlimm. Der hat ja kaum Schaden bekommen. Genau deswegen. Ja, ich habe mich jetzt schon so gefreut, dass die Gegner einfach nicht stark wären. So einfach ist es dann auch wieder nicht. Ja, Ah, leider. wir haben wieder vergessen auszurüsten. Ja, haben wir schon wieder. Ah, die machen ja alle irgendwie Magie. So. Schauen wir doch mal, ob die Gehirnfrierung ist. Ja, das bringt doch was. Ja. Schauen wir mal. Müssen wir aber ziemlich Was oft du auch immer anwenden. Im Kopf behalten solltest, diese Vorausschau, wie viel abgezogen wird, das ist immer bevor, also das, was erwartet wird. Aber wenn der Gegner jetzt noch irgendwelche Werte hat, zum Beispiel gegen Feuer, das wird dann nicht mit angezeigt. Ach so, okay. Wenn der zum Beispiel Als. mit in der Feuertat gegen Feuer immun ist, dann wird es vielleicht da bei der Vorschau angezeigt, dass das voll viel Schaden macht. Aber im Endeffekt heilt es ihn vielleicht sogar noch, weil er ein Feuer ist. Okay. Das ist immer Aber. nur eine Vorausschau. Okay, Das muss ich muss mir gar nicht merken. stimmen. Das Pferd bin ich auf alle Fälle froh, wenn das weg ist, weil das verteilt die ganze Zeit positive Statis. Ja, gemein. Ja, schon, aber ich werde dem jetzt nicht immer die Hirnfütterung draufbrennen, weil der eh gleich weg ist. Was, wie? Das hat nichts abgezogen, wieso? Komisch. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Mir hat es auch gerade ein bisschen geleckt, von daher Ach habe so. ich es jetzt gar nicht so mitbekommen. Ja, ist natürlich ein bisschen das Problem, über TeamViewer das zu machen. Das passiert dann schon mal durchaus. Aber die gehen alle immer noch schön auf Johnny ab im Moment. Das finde ich gut. Sag ja, die Hassattacke ist sehr, sehr, sehr praktisch. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hab ich doch definitiv unterschätzt, das Ganze. Zieht gar nicht so viel Mana ab. Ich habe jetzt nicht geschaut. Oh, kritisch. Sehr schön. So, und jetzt ist das Pferd, denke ich, weg. Oh, Gott sei Dank. Okay, dann wird schon mal ein Sehr schön. bisschen leichter. Aber das hat jetzt gerade keine Hirnfütterung, keine Mana-Punkte abgezogen gehabt. Ich bin gespannt, ob es jetzt funktioniert. Nein, wieder nicht. Dann scheint er immun dagegen zu sein, Ja. warum auch. Okay, das Das Mädel ist war ja als das auch nächstes in der dran. Voraussage. In der Voraussage hat es sehr viel Mana-Punkte abgezogen, aber im Endeffekt nicht. Genau das, was ich gesagt habe. Okay. Dann will ich. Ich weiß gar nicht, wen nehme ich denn dann als erstes weg? Der hat immer angegriffen. Es ist immer so schwierig zu entscheiden, wen man dann angreift und wen nicht. Ja, das ist immer. Oh, hat weh.
Ja, und ich kann noch nicht mal anständig heilen. Oh. Ah. Die Mana-Punkte aus. Okay, naja, Berufsrisiko, da müssen wir jetzt durch. Okay, hier auch. Aber da will ich jetzt fast den hier nehmen. Genau. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Dann sollte das doch eigentlich jetzt dann funktionieren. Die Hirnfrierung wähle ich dann jetzt mal auf den blöden Brunnen oder Topf oder der Eimer. Eimer, so heißt das Ding. Okay, das funktioniert. Sternzeichen ist das denn dann? Stimmt, jetzt wo du es sagst. Eine gute Frage. In der Theorie hätte ich. Ich weiß gar nicht, das Zeichen, das sagt mir gerade gar nichts. Ja, ich komme auch nicht drauf. Kurzzeitig dachte ich Widder. Aber Wetter hatten wir doch schon. Ja, ich glaube Das auch. Schaf, die Ziege. Weiß nicht, du könntest ja mal parallel nachschauen, vielleicht findest du es raus. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt auch gerade keine Ahnung, was es sein soll. Nee, fällt mir gerade gar nicht ein. Ich kenne das Zeichen, aber mir fiele nicht ein, was das ist. So. Ah, Steinbock. Steinbock, okay. Also zumindest das schwarze Schaf vielleicht. Ja, würde Sinn machen. War halt schon wieder kaum mehr Mana-Punkte, das Viech. Ach ja, bei dem haben wir ja die nicht aufgefüllt, stimmt ja. Ah, der Brunnen vielleicht Fische. Ach, dass wir jetzt einfach mehrere auf einmal haben. Was könnte sein? Ja, davon gehe ich jetzt mal aus. Die haben ja gesagt, denen ist es so blöd wie. Greifen dich jetzt allen an. Oh, wir brauchen Oh, wieder Hate für ihn hier. Okay, ich würde ihm jetzt als erstes mal wieder den Hate auf den Leib schneidern. Dann kann ich nämlich. Ich glaube, ich nutze aber hier jetzt die Phönixfeder, dann ist er wenigstens gleich geheilt. Die ist nicht schlecht, wenn man die wenigstens auch irgendwo kaufen könnte. Das wäre schön. Glaube aber, die kann man nicht kaufen, nur die extra Leben. Ja, das befürchte ich auch. Außer vielleicht später irgendwo, wo wir im Moment nicht hinkommen. Okay. Wir sind voll geheilt. Dann lasse ich ihn jetzt hier mal lieber Wein verteilen. Was? Ist doch. Ach so, das war das Das Limetteneis. Ich Vieh. dachte mir schon. Dachte mir schon, was geht denn jetzt ab? Wieso gibt der Wein so wenig Mana-Punkte? Piskes, 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 Piskes war Fisch. Ah, habe ich doch recht mit dem Fisch. Also zumindest beim Eimer. Na, das war sie. Sie sagt Piskes. Ach so. Ah, nur für Piskes müsste ja Verzögerung. Fisch sein, wegen Pisketaria. Ah. Pisketaria waren doch Vegetarier, die Fisch essen. Sowieso seltsam, dass dann Leute behaupten, dass sie Vegetarier werden oder aber. Ja, Fisch esse ich. Ja, weiß nicht. Ich glaube, das sind so die, die sich noch ein bisschen schwer tun, umzusteigen. Ah, soll jeder essen, wie er will. Ich Na, hab das da ist kein super. Problem mit. Warum bist du selbst Vegetarier oder bist du keine? Nee, ich esse alles, was nicht auf bei drei auf dem Baum ist. Ich habe es mal eine Zeit lang gemacht. Ich habe mal eine Okay. Zeit lang vegetarisch ernährt, war aber gar nicht so lange. Ich glaube, ein halbes Jahr oder so. So, jetzt geht's dem Ja. Eimer mal dran hier. Und dann der Eimer. Wenn sie Fische ist, was ist dann der Eimer? Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus beiden. Ich hab dich wieder nicht gehört. Ich sage, ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus den beiden. So. Ich weiß es aber nicht. Könnte auch sein. Oh, jetzt müssen wir echt schauen. Also jetzt wird es mit den Mana-Punkten hier ganz schön kritisch. Benutzt Platsch. Okay. Piskes benutzt Platschen. Könnte eine leichte Carpador-Anspielung sein. Aber es passiert nichts. Genau, das wäre schön, wenn das noch da gestanden wäre. Oh Mann. So. Ach oh Gott, das zieht sich ja ewig, der Kampf. Johnny hat seine positiven Stati verloren. Oh, danke für den Hinweis. Das sollte ich mich dann vielleicht gleich mal drum kümmern. Sonst geht das nach hinten los. Okay. Fertigkeit. So, du bekommst hier. Das hier? Oh, wundervoll. Nein. Was war denn das jetzt für eine Wie Attacke, süß. bitte? Ja, ich hab's nur Hat auch wohl keine gedacht. Mana mehr.
Nee, ich habe den jetzt alle mit Hirnfütterung jede Menge Mana genommen. So, hier ist alles gut. Sollten wir es aber doch bald haben. Ja, ich denke auch. Ja, wir müssen dran denken, dass wir dann die das entzaubernde Lied ausrüsten. Ja, müssen wir unbedingt gleich machen. So. Macht ihm den Eimer jetzt nicht so viel Schaden, aber naja. Hätte vielleicht noch eine Elektroattacke ausrüsten sollen. Ja, so ein paar Felder abdecken ist gar nicht so verkehrt. Mhm. So, haben wir sie. Das ist wirklich knuffig. Wie schlecht die angreift. Ja, ist wohl mehr auf die Mana-Attacken. Hm. Ja, das hat mit den Hirnfütterungen und sowas, das habe ich wirklich extrem unterschätzt. Na, macht kaum Schaden. Aber lass mal lieber normal. Ja, aber das ist am Anfang immer so, dass man denkt, nö, geht schon das so. Wow, wir haben ja jetzt jede Menge Punkte bekommen. Ja, wir haben ja auch 3 Gegner. 4. Ich verteile die momentan random, die Punkte. Ist wahrscheinlich ja, nicht richtig. Ich hab's auch nicht anders gemacht. Das geht schon. Okay, Fertigkeiten. Bei Johnny haben wir nichts mehr gehabt. Bei Francis haben wir nichts mehr gehabt. Nigel war auch nichts mehr. Mike war dann das entzauberndes Lied. Das hier, ne? Ja. Dann kann man wahrscheinlich das Sternchen abwählen. Nö, das kannst du eigentlich auch behalten. Weil wenn jetzt Gegner da ist, dann... Okay. Das ist ja wirklich bloß mehrere Gegner da sind. Okay. Dann würde ich aber ihn jetzt auch gleich wieder raufnehmen, weil wir sind ja schon durch das Tor durch. Stimmt. So, speichern. Wollte ich dir eigentlich auch sagen, aber ich habe es vergessen. Ja gut, dann beenden wir die Folge hier wohl wieder. Ach, immer diese Cliffhanger. Ja, wir sind bei 27 Minuten, lieber Barbaren Bavir. Was? Ja. Dann sage ich, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Denn dann. Tschüss.